Zweiter Wettkampftag in der usbekischen Hauptstadt Taschkent. Russland führt den Medaillenspiegel mit 3 Goldmedaillen weiterhin an. Gastgeber Usbekistan war erfolgreich und liegt nun mit 2 Gold-, 2 Silber- und 2 Bronzemedaillen auf dem 2. Platz der Gesamtwertung. Auf Platz 3 liegt Südkorea, gefolgt von Österreich und Griechenland. 4 Wettkämpfe wurden heute ausgetragen. In der Klasse bis 81 Kilogramm schreibt Lokalmatador Sharofidin Boltaboyev Geschichte. Auf dem Weg ins Finale bezwang er den Chinesen Rigaki Nai mit dem schnellsten Ippon der Judo-Geschichte. Nach sensationellen 3 Sekunden stoppte die Uhr. Ein ganz besonderer Moment in Taschkent. Auch im Finalkampf setzte er seinen Siegeszug fort. Im Finale traf er auf seinen Landsmann Kamoliddin Rusalov und gewann seine erste Goldmedaille auf der World Judo Tour. Assison Kamilov, der Präsident des usbekischen Judo-Verbandes, überreichte die Medaille. Ich wollte den großen Preis von Taschkent gewinnen. Als ich in 3 Sekunden einen Kampf gewann, hatte ich das Gefühl, dass ich heute gewinnen würde. Unsere Kämpferin des Tages ist Katrin Unterwurzacher. Bei den Damen besiegte die Österreicherin in der Klasse bis 63 Kilogramm Enriqueles Barrios aus Venezuela mit einem hervorragenden Osae Komi. Beim 7. großen Preis von Taschkent gewann Unterwurzacher ihre 7. Goldmedaille bei einem Judo Grand Prix. Ich denke, es ist jetzt mein Lieblingsland, denn jedes Mal, wenn ich hier bin, bekomme ich eine Medaille. Ich mag es hier, es gefällt mir sehr gut. In der Klasse bis 73 Kilogramm gewinnt Lokalmatador Kikmaliko Tuaev zur Freude des heimischen Publikums die 2. Goldmedaille für den Gastgeber. Er bezwang im Finale Beruzi Koyatsoda aus Tadschikistan. Mit einem Ippon beendete er nach 5 Minuten und 31 Sekunden den Kampf. Seine Medaille wurde ihm vom stellvertretenden Minister für Körperkultur und Sport der Republik Usbekistan, Oyubek Kosimov, überreicht. Elisabeth Telcido gewinnt in der Klasse bis 70 Kilogramm bei den Damen. Sie bezwang im Finale die Usbekin Gulnoza Matijatsova. 2 Goldmedaillen, 2 Silbermedaillen und der schnellste Ippon aller Zeiten. Es war ein geschichtsträchtiger Tag beim Judo Grand Prix in Taschkent.